Thanks for joining us here. Herzlich willkommen bei World Tech Update. Wir berichten heute über die Markteinführung des iPhone 4 in China, einen Hightech-Roboteranzug und den neuen E-Reader von Sharp. Den Anfang macht das BlackBerry Playbook. Mit dem Tablet-PC wendet sich Hersteller Research in Motion an seine Kernzielgruppe Unternehmenskunden. Das Playbook bietet WLAN. 3G- und 4G-Versionen sind geplant. Über Bluetooth hat es Zugriff auf den BlackBerry und dessen Inhalte. Co-Chef Mike Lazaridis erläutert, Sie haben ein Nutzerkonto, einen BlackBerry, der mit unserem Server verbunden ist und gesteuert wird. Sie kennen sich mit der Bedienung aus, haben alle nötigen Daten. All diese Vorarbeit müssen Sie nicht noch einmal erledigen. Das Playbook hat ein 7-Zoll-Display, HD-Kameras auf Vorder- und Rückseite sowie einen HDMI-Anschluss. Das Gerät unterstützt Adobe Flash 10.1, Adobe Air, HTML5 und Java. Ausgestattet ist es mit einem 1 GHz Dual-Core-Prozessor und 1 GB RAM. Das Playbook soll in den USA 2011 in den Handel kommen, in anderen Märkten zum zweiten Quartal. And in other markets beginning in the second quarter. Apple launched its iPhone 4 Drei Monate nach dem Marktstart in den USA ist das iPhone 4 nun auch in China zu haben. Mehr als 1000 Personen warteten vor dem Laden. Einige standen sogar 2 Tage lang an, um ein Handy zu ergattern. In den ersten 4 Tagen verkaufte China Unicom fast 100.000 iPhones. Mit mehr als 800 Millionen Nutzern ist China der größte Handymarkt der Welt. Apple hält derzeit 7% am chinesischen Smartphone-Markt und liegt damit auf Platz 5 hinter Nokia, Samsung, Motorola und Sony Ericsson. Nintendos 3DS, die erste mobile Spielekonsole mit 3D-Bildschirm, wird ab Februar in Japan, ab März in Europa, Australien und den USA erhältlich sein. Die große Besonderheit ist, dass der Nutzer keine 3D-Brille tragen muss. Ein Filter über dem Display splittert das Bild, sodass die Illusion von Tiefe entsteht. Nintendo zeigte zudem den Prototyp einer Software, die die Gesichter von 2 Personen mischt. Dazu Nintendo-Chef Satoru Iwata. Die Kombikamera ist noch im Entwicklungsstadium. Innere und äußere Kamera werden gleichzeitig genutzt. Hier sehen Sie mich und Miyamoto. Bringen Sie die Gesichter auf eine Höhe und drücken die Shutter-Taste, kommt Iwamoto heraus. Nintendo hofft, 4 Millionen 3DS-Geräte und 15 Millionen Software-Titel von der Markteinführung bis Ende März zu verkaufen. Auf dem Pariser Automobilsalon stellte Renault den elektronischen Sportwagen Désir vor. Mit einer Akkuladung kommt der Désir 160 Kilometer weit. Die Carbon-Karosserie ist extrem leicht und der Wagen kommt in 5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Kia präsentierte die Studie eines dreisitzigen Elektroautos namens Pop. Der Wagen ist 3 Meter lang. Im Inneren befindet sich ein TOLED-Bildschirm, der Infos wie Geschwindigkeit oder Akkuladung anzeigt. Die Höchstgeschwindigkeit des Pop liegt bei 140 km/h, die Reichweite bei 160 Kilometern. Sony Ericsson hat die Fernbedienung LiveView mit 1,3 Zoll Display vorgestellt, mit der Nutzer von Android-Smartphones Facebook und Twitter-Updates ansehen und den MP3-Player ihres Handys steuern können. LiveView verbindet sich per Bluetooth mit dem Handy und zeigt entgangene Anrufe, SMS und RSS-Feeds an. Das Gerät arbeitet mit fast allen Smartphones, die mit Android 2.0 oder höher laufen. Es ist 35x35x11 mm groß und kommt für 110 US-Dollar in den Handel. Sharp bringt 2 E-Book-Reader auf Android-Basis mit 5,5 und 10 Zoll Bildschirm auf den Markt. Im Dezember will das Unternehmen pünktlich zum Marktstart der Geräte einen E-Book-Store in Japan eröffnen. Im ersten Jahr sollen 1 Million Geräte verkauft werden. Sharp ist außerdem mit Verizon Wireless im Gespräch, weshalb die E-Book-Reader vermutlich 2011 auf den amerikanischen Markt kommen. Sharp sieht die Reader als Konkurrenz zu Amazons Kindle und dem Sony E-Reader. Durch die brillanten Farb-LCDs und glänzenden Gehäuse ähneln die Sharp-Geräte aber durchaus Tablet-PCs wie dem iPad und Samsungs Galaxy Tab.
Das US-Unternehmen Raytheon hat die neue Version seines Roboteranzuges vorgestellt. Der XOS 2 ist leichter, stärker und schneller als sein Vorgänger. Zudem benötigt er 50% weniger Energie. Der XOS 2 entlastet Soldaten zum einen beim Tragen ihrer Ausrüstung. Zum anderen soll er bei logistischen Herausforderungen eingesetzt werden. Per Hydraulik hilft das Exoskelett dem Träger, schwere Gegenstände zu heben, ohne dass dieser ermüdet. Mit der Robotermuskelkraft durchschlägt der Nutzer auch mühelos Holzplatten. Raytheon schätzt, dass eine kabelgebundene Variante des Anzugs binnen 5 Jahren im Einsatz sein könnte. Eine ungebundene Lösung ist erst in 8 bis 10 Jahren in Sicht. Und das waren unsere Nachrichten für diese Woche. Was wir für das kommende World Tech Update geplant haben, finden Sie über Twitter und Facebook heraus. Wir verabschieden uns mit einigen Bildern vom Pariser Automobilsalon. I'm Nick Barber, and for all of us here at the IDG News Service, thanks for watching, and we hope to see you next week from Japan.